Frauen in der Führung. Darüber sprechen wir heute. Hallo und herzlich willkommen zum Dürr Deep Dive, dein Podcast für authentische Einblicke in unser Unternehmen. Mein Name ist Mona und heute spreche ich über ein sehr spannendes Thema. Oft muss sich eine Frau zwischen Familie und Beruf entscheiden. Doch es gibt auch immer mehr Vorbilder. So auch bei Dürr. Mit einer dieser Frauen spreche ich heute. Sie ist im Projektmanagement Office tätig. Ich begrüße ganz herzlich Anna Klieber. Herzlich willkommen, vielen Dank. Anna, zwei persönliche Fragen vorab. Was wolltest du eigentlich als Kind werden? Mein größter Wunsch war damals, zum Bundeskriminalamt zu gehen, weil ich dachte, die europäischen Kriminalfälle wären super spannend. Leider haben sie mich wegen meinem Augentest nicht genommen. Ah, schade, aber ich denke, gerade im Projektmanagement gibt es sicherlich auch den ein oder anderen komplizierten Fall. Definitiv. Heute arbeitest du ja bei Dürr. Was ist Dürr für dich in drei Worten? Lass mich überlegen. Herausforderung, jeder Tag stellt eine neue Herausforderung dar. Das Thema Einsatzbereitschaft, alle Kollegen zeigen vollen Einsatz und auch du selbst musst bereit sein, vollen Einsatz zu zeigen. Und Familie, Dürr fühlt sich für mich trotzdem an wie eine Großfamilie. Okay, lass uns starten. Starten wir am Anfang. Was hast du denn eigentlich studiert? Studiert habe ich Maschinenbau an der Uni Karlsruhe. Wie kam es, dass du Maschinenbau studiert hast? Also ich glaube, die Antwort zu der Frage ist vielfältig. Also mein Papa ist Maschinenbauingenieur, von daher hatte ich schon Berührungspunkte zu dem Beruf. Aber ich war auch in der Schule schon immer gut in Mathe, Chemie und Physik und hatte mir dann überlegt, was kann man mit diesen Fächern anfangen, ja, und welche Möglichkeiten gibt es da? Insbesondere bei meiner Schule gab es damals noch eine AG, Konstruktionslehre. Und da hatte ich schon erste Berührungspunkte auch mit konstruktivem Zeichnen und es hat mir auch sehr Spaß gemacht und von daher fand ich einfach Maschinenbauer zu dem Zeitpunkt interessanter wie Wirtschaftsingenieurwesen und konnte mir das einfach am besten vorstellen. Und wie ging es nach dem Studium dann für dich weiter? Hast du direkt bei Dürr angefangen? Also Dürr habe ich vorher nicht gekannt, habe ich erst über die Bonding-Messe an der Uni Karlsruhe kennengelernt. Damals war ich auf der Suche nach einem Trainee-Programm im Bereich Projektmanagement und fand damals dann Dürr ganz interessant. Ich hatte damals auch mehrere Angebote und musste mich quasi entscheiden, welches Angebot ich annehme. Aber bei Dürr hat einfach das Bauchgefühl gepasst. Ich konnte mich mit den Leuten von Anfang an identifizieren und konnte es mir von Anfang an auch vorstellen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Da hast du dich ja schon super informiert. Welche Tipps würdest du mit deiner heutigen Erfahrung geben, wenn du dein jüngeres Ich am Anfang deines Studiums und der Karriere sprechen könntest? Ein System, um den Alltag zu strukturieren, finde ich unheimlich wichtig. Das heißt, zu schauen, wie organisiere ich meine Aufgaben pro Tag, pro Woche und mich selber, weil das hilft einem für sein gesamtes Arbeitsleben weiter. Ebenfalls würde ich aber mitgeben, bleib ruhig und gelassen, auch wenn du emotional involviert bist und stell dich einfach der Herausforderung. Ja, apropos Herausforderung, wenn wir jetzt gerade den Sprung zur Karriere machen, kannst du vielleicht mehr darüber erzählen? Also wie bist du auf die Stelle gekommen und wie hast du deine Laufbahn mit deiner Familie irgendwie unter einen Hut gebracht? Gut, wie vorher schon erwähnt, habe ich ja als Trainee im Projektmanagement angefangen. Das Programm ging ein Jahr lang und da war ich 1 bis 2 Monate circa in unterschiedlichen Abteilungen unterwegs und konnte so auch gut Kontakte knüpfen und viel über die Firma erfahren. Danach habe ich als technischer Projektleiter gearbeitet, auch circa 2 Jahre, bevor ich dann als kommerzieller Projektmanager gestartet bin. Und dort war natürlich die Projektbetreuung sehr herausfordernd, weil du hast die kommerzielle Projektverantwortung und musst natürlich auch sehr viel auf den Baustellen sein. Wie hast du dann jetzt die einzelnen Steps mit deiner Familie vereinbart? Wenn du gerade sagst, du warst auch auf Baustellen unterwegs, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Gut, als ich mit meinem ersten Kind schwanger geworden bin, war ich in der Zeit für ein Projekt in Ungarn tätig. Ich selber habe mir gar nicht so den Kopf gemacht. Ich habe einfach meine Arbeit weitergemacht. Ich habe natürlich die Reisetätigkeit mit meinem Arzt abgestimmt.
Aber an sich habe ich mich gut gefühlt und habe deswegen auch weiterhin das Projekt in Ungarn betreut und war dann auch alle 2 Wochen im Flieger unterwegs, fand es aber nicht so schlimm. Danach war das so, dass ich dann 10 Monate in Elternzeit war und danach wieder als Projektmanager eingestiegen bin. Und auch das hatte seine Vor- und Nachteile. Natürlich war ich dann danach alle 2 Wochen weiterhin auf Projekten unterwegs, aber das hat natürlich auch meinem Kind die Möglichkeit gegeben, eine ganz enge Vaterbindung zu knüpfen, die es sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Hattest du bei Dürr da irgendwie einen Befürworter, der dich da unterstützt hat, wie ein Mentor oder so etwas? Also mein Vorgesetzter und meine Personalreferentin, die haben mich immer unterstützt. Und auch als ich mit meinem 2. Kind schwanger geworden bin, war mein Chef voll hinter mir. Der hatte mir eine Teamleiterstelle angeboten gehabt, schon vor dieser Information, und hat sich dann auch entschieden, diese Stelle für mich freizuhalten, bis ich wiederkomme. Du bist jetzt auch schon eine Weile bei Dürr. Würdest du sagen, dass sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei Dürr in den letzten Jahren verändert hat? Was denkst du, hat sich da verändert? Ich denke, es hat sich ein wenig verbessert, aber grundlegend, finde ich, hat sich nichts geändert. Es gehört auch weiterhin immer die Bereitschaft der Frau dazu, so eine Rolle zu übernehmen mit Kind und bereit zu sein, sowohl Arbeit als auch Privatleben zu jonglieren. Und das ist eine große Herausforderung. Und ich finde, auch der Arbeitgeber kann nur bedingt etwas dazu tun. Ja, da sprichst du was Interessantes an, weil es gibt da ja auch neue Ansätze. Zum Beispiel in den Nachrichten habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass Führungsstellen so ausgeschrieben werden, dass es immer mit 2 Personen besetzt wird. Glaubst du, dass so ein flexibles Arbeitszeitmodell helfen könnte, gerade auch Frauen in Führungspositionen zu bringen? Ich denke definitiv, vor allem weil du dann ja auch nicht mehr vor die Herausforderung gestellt werden würdest, dich selber zu organisieren, sondern weil du dann einer herausfordernden Tätigkeit nachgehen könntest in einer Teilzeitstelle. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es einfach nicht für jede Stelle geeignet ist. Man muss sich die Stelle anschauen, inwiefern man die Aufgaben wirklich so teilen kann, dass die Übergaben zwischen den beiden Führungskräften nicht Effizienz rauben. Ja. Wenn wir jetzt gerade mal auf dich schauen, wie organisierst du dich denn und auch gerade du und dein Mann in dem Spannungsfeld mit deinem verantwortungsvollen Job und auch mit 2 kleinen Kindern? Schwierig. Jede Woche eine neue Herausforderung. Also wir arbeiten beide in Vollzeit. Generell ist es so, dass mein Mann morgens die Kinder zur Schule und Kita bringt und ich sie abhole. Normalerweise ist es aber schon so, dass wir einen Babysitter haben, der einmal die Woche die Kinder abholt. Aber wir haben auch andere Eltern, die wir mal fragen können. Und im Notfall würden immer meine Eltern einspringen und die Kinder abholen. Die wohnen aber doch 1 Stunde entfernt, von daher ist es quasi eher ein Notfalleinsatz. Ja, auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis, das man da jeden Tag aufs Neue handeln muss. Stelle ich mir auf jeden Fall spannend vor. Abschließend noch eine Frage an dich. Welchen Tipp gibst du den jüngeren Frauen, die heute bei Dürr starten? Seid mutig. Also traut euch alles zu, auch wenn ihr nicht denkt in dem Moment, dass ihr das schaffen könnt. Ich habe auch schon mal eine Nachtschicht als Bauleiter begleitet, obwohl das gar nicht meine Tätigkeit war. Aber in dem Moment war das einfach im Projekt nötig und man muss auch einfach mal bereit sein und mutig sein, was Neues auszuprobieren. Und teilt eure Meinung, auch wenn ihr in einer Männerwelt seid und denkt, dass es nicht gehört wird. Vielen Dank dir, Anna, dass du in unserer heutigen Folge mit dabei warst. Gerade solche Frauen wie dich brauchen wir. Du bist ein super Vorbild für die Frauen bei Dürr und ich wünsche dir auf jeden Fall für deine Karriere und vor allem für deine Familie weiterhin alles Gute. Dankeschön. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal. So verpasst du keine weitere Folge. Für weitere Infos schau dir einfach den Link in der Beschreibung an. Bis dahin, mach's gut.